Imagine there is no heaven. Ich bin Julia und ich komme aus Wien. If you try. Ich bin Eike. Ich bin geboren in Lohne bei Oldenburg. Help me lower. Ich bin Simon. Ich komme aus Essen. Aus Essen in Nordrhein-Westfalen. Only sky. Ich bin Dori. Ich bin in Wiesbaden geboren, wohne jetzt in Offenbach. Ich bin Leon und komme aus Münster. Ich bin Anna Sonnenschein, ich komme aus Basel, aus der Schweiz. Ich bin Dino, ich komme aus Rottenburg. Nothing to kill or die for. Ich will mit diesem Lied haben das, was ich nicht will, aber das, was ich auch im Theater nicht will. Ich will nicht, dass mir wer die Welt erklärt. Das fände ich vielleicht schade, wenn wir das jetzt machen würden, wenn wir sagen würden, mit diesen ganzen Liedern über die Zukunft, so geht's. Für mich ist dieses Musikvideo eher so ein Sinnbild. Und in dem kann dann halt alles vorkommen, das Schlechte und das Gute. Aber ich sage euch nicht, wie es läuft. Also es ist natürlich schön, vor einem Live-Publikum Musik zu machen. Und da hatte ich schon Lust drauf. Aber es ist auch eigentlich ist es auch cool, Musikvideos zu drehen. Richtig geiler Liederabend, wenn alle Bock haben, Spaß haben und wir zusammen schaffen, das umzusetzen, was wir uns vorstellen oder was uns interessiert. Ich will, dass dieser Liederabend das volle Risiko geht, zu scheitern. Dieser Liederabend wird eine Brausetablette, aber keine sich auflösende, sondern eine mit aller Energie sprudelnde, die an dem Problem dieser Welt zugrunde geht, die an ihrer eigenen Unbedeutsamkeit kaputt geht, die in der Hoffnung, einen Sinn zu finden, sich ins Nichts begibt, aber beim Sprudeln das Wasser rundherum rot färbt. Ein konkreter Versuch. Die Performer entstehen... Nein. Also, die Performer sitzen zwischen den Zuschauern und stehen langsam auf, singen zuerst leise und dann immer lauter werden die deutsche Nationalhymne und gehen dabei auf die Bühne. Die Nationalhymne wird immer atonaler und schräger. Auf der Bühne angekommen, kommt ein riesiger Schwall nasses Wasser und löscht die Nationalhymne ab. Daraufhin beginnt so ein Abnutzungskampf. Also als Tanz, so ein Abnutzungskrampf. Hallo Doktor, gib mir die Medizin. Ich glaub, ich werd krank. Ich sitze kotzend vorm Fernseher und seh zu, wie diese Welt zugrunde geht. Ich glaub, sie steckt mich an. Ich verlange ein Rezept gegen Dummheit. Am besten so viel, dass ich mich wieder klug fühl. Ich wäre gerne ein besserer Mensch. Doch wofür, wenn alle betrunken sind, will ich vielleicht gar nicht nüchtern sein. Sie fordern Wasser für Afrika. War ja klar, immer nur das Billigste, ihr Scheißheuchler. Ich fordere Fritz Cola für die dritte Welt. Oder scheiß drauf, kauf ich halt ein Flugticket, wenn die Pole schmelzen, können Afrikaner ihren Durst stillen. Ha, gute Nacht, das hier ist eine Welt, in der Seelenklempner der Job ist, der eine Zukunft hat. Eine Taube trägt die Seuche durch den U-Bahn-Schacht und fördert so die Verkaufszahlen von Hustensaft. Ich glaube, ich bin infiziert, aber ist doch nicht so schlimm. Denn wenn die ganze Welt krank ist, dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt gesund sein will. Hallo Doktor, gib uns die Medizin. Ich glaub, wir werden krank. Wir sitzen kotzend vorm Fernseher und sehen zu, wie diese Welt zugrunde geht. Ich glaub, sie steckt uns an. Ich verlange ein Rezept für Ehrlichkeit, Respekt und Toleranz. Eine Welt voller Liebe fände ich echt ziemlich interessant. Aber die Umsetzung ein lästiges Unterfangen. Da schau ich mir doch lieber Prominente im Dschungel an. Ihr seid scheiß Rassisten, ich würd euch gern verklagen. Such mir einen guten Anwalt, der am besten schwarz ist. Leben ist der Zustand predigender Sünder. Gut und Böse gehören zusammen wie Priester, Penisse und Kinder.
um es mal auszudrücken. In religiösen Bildern, die Welt ist ein Haufen Pädophiler auf einem leeren Spielplatz. Schon klar, dass man sich da halt gegenseitig fickt. Vielleicht wird irgendwer schwanger. Das beendet den Konflikt. Ich bin infiziert, aber ist doch nicht so schlimm. Denn wenn die ganze Welt krank ist, dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt gesund sein will. Ich bin infiziert, aber ist doch nicht so schlimm. Ich bin infiziert, aber ist doch nicht so schlimm. Ich fand diese Idee sehr schön, dass wir da als wir selber, als wir als Studenten, als Schauspielstudenten auf der Bühne stehen können und dass wir nicht irgendeine crazy Choreo, die dann total im Vordergrund steht, machen und gar nicht mehr es gar nicht mehr um den Inhalt geht oder um uns selber. Es ist auch einfach was anderes. Es ist keine gefilmte Aufführung. Es ist wie ein Musikvideo und so habe ich jetzt in den letzten Tagen auch manchmal gesehen, wie ein Musikvideo, in dem wir in dem Thema, was wir haben, alle einen Großteil, also dieser Wunsch nach seinem eigenen Beitrag, der wird auf jeden Fall in einem hohen Maß gestillt hier, weil das alles halt von einem selber kommt. Ich finde Liederabend generell immer ein schwieriges Format, weil da viel zusammenkommt. Irgendwo brauchst du einen roten Faden und dann sind aber auch immer mehrere Leute beteiligt, die Dinge halt singen wollen oder singen müssen. Und jeder hat so eine eigene Vorstellung von dem, was er mitteilen will. Und diese Sachen so unter einen Hut zu bringen, ist, glaube ich, ziemlich schwer. Ich gehe jetzt pumpen. Man muss Ziele haben im Leben. Disziplin. Sich nach dem Essen übergeben. Über Probleme reden. Nicht nach den Regeln leben. Einfach nur du selber sein. Bist du ein richtig schlechter Mensch? Einfach nur du selber sein. Das ist das Wichtigste. Bleib deinen Prinzipien treu und wenn es dir mal scheiße geht, das hier wirst du nie bereuen. Kauf diese Creme, kauf diese Schuhe, kaufst du diese Jacke, bist du der König in der Schule, ja. Das Leben sei nur eine Zahl. Das Leben sei nur eine Zahl. Alleine hier, du liegst mir echt am Herzen. Lieg ich dir auch am Herzen, drück unterm Bild auf dieses Herzchen. Das hier ist keine Werbung, nein, ich trage es, weil es mir gefällt. Gefalle ich dir auch, so trag mich raus, raus in diese Welt. Das Leben sei nur eine Zahl. Das Leben sei nur eine Zahl. Das Leben sei nur eine Zahl. Und du nur eine Nummer für mich. Seit 3 Wochen regnet. Ich kann's verstehen, ja, du willst raus aus deinem Leben. Will niemand mit dir ausgehen. Glück kann man sich kaufen, es ist nur sehr teuer eben. Kauf mein Produkt und werd wie ich, vertrau mir, ja, du wirst sehen. Dann machst du jeden Morgen auf mit einem Lächeln auf deinen aufgespritzten Lippen. Filmst dich beim Pizzaessen, doch kein Gramm Fett auf deinen Rippen. Das Leben sei nur eine Zahl.
und ich nur eine Nummer für dich. Und ich nur eine Nummer für dich. Und du nur eine Nummer für mich. Ich mache in meiner Freizeit Musik. Ich programmiere Songs oder Beats. Ja, da verbringe ich in letzter Zeit viel Zeit an dem PC. Und sonst sammle ich Heilkräuter. Hörst du nicht die Stimmen, die an unseren Grenzen schallen? Ich spüre, wie sich meine Fäuste ballen. Die Sicht verklärt auf der Suche nach dem eigenen Wert. Wir setzen eine Maske auf und schauen uns nicht mehr in die Augen, weil wir sowieso an nichts mehr glauben. Wir bücken uns, um von oben runterzuschauen. Drücken dann den Finger drauf oder die Hoffnung in Verzicht, bis einer bricht. Depressionen benebeln unseren Sinn, wir recken, strecken ignorant unser Kinn und tun so, als würden wir vor lauter Boten die Toten nicht sehen, nichts verstehen. Kein bloßer Wille genügt, wer schweigt, gibt Recht und wer Nein sagt, der lügt. Lasst uns wenigstens gemeinsam schreien. Aber nein, nein, Anstand muss sein. Wir warten nur drauf, dass was passiert und unser Tatendrang gefriert. Kommt uns Corona nicht gelegen, dann müssen wir uns nicht unseren eigentlichen Problem stellen. Lassen wir die Hunde weiter bellen, bis die ersten Schüsse fallen. Wir bauen unsere Häuser, die tragende Säule ist das Geld. Über den Gartenzaun schauen wir nicht hinaus und schreien ganz schnell, Ausländer raus. Wir haben verlernt, uns gegenseitig zu stützen. Wir wurden geboren, um zu leben, nicht um zu benutzen. Von hitzigen Debatten bleibt nur der trockene Mund. Selbstgezogen und gelogen, wie wir betreten da stehen. Ich kann's nicht mehr sehen, wie Menschen alltäglich am Glücksrad Tränen berauscht weitere Leben nehmen. Hospitalismus oder Beschäftigungstherapie. Ich will gehört werden, aber zuhören will ich keinem. Die Vermarktung ist vom Hemd in die Hose gerutscht. Leistungsdruck wird zum alltäglichen Zwang. Wir halten uns gegenseitig warm. Auf dem Präsentierteller geht die Zeit immer schneller, immer schneller. Lasst uns zusammen Grenzen sprengen, zuhören anstatt zu verdrängen. Ängste loslassen, Realitäten, Utopien anpassen. Was brauchst das, nicht nur einer von uns in der Held, die Einsicht unser Schweigen bricht. Wann hören wir auf, uns zu drehen? Wir könnten uns so einfach Gemeinsamkeit schenken. Hör doch einfach auf, als erstes nur an dich zu denken. Also ich habe richtig Bock, an irgendeinem Ort mitzugestalten und gemeinsam sich abzunutzen, abzureiben und irgendwie das Gefühl, irgendwo eine Grundlage von einer Geborgenheit zu haben und von einer Gemeinsamkeit. Aber insgesamt würde ich mir wünschen, dass es weniger eine hierarchisch strukturierte Form ist, die auf ein Produkt hinarbeitet. Und eine Theatervorstellung von einer irgendwie gearteten Leitung, sondern dass man versucht, das zu erzählen, was die Leute, die das machen, erzählen wollen. Lady Gaga war beim Zahnarzt. Der Urknall ist jetzt in der Schweiz. Ist bald eisfrei. Ich weiß alles, ich weiß nichts. Ich
bin einer von euch. Nach Fukushima sind alle Bio. Angelina Jolie ist bi. Die Kühe furzen uns ins Unglück. Ich weiß alles, ich weiß nichts. Ich hab Spiegel Online Allergie. Alle wollen jetzt zum Nordpol und packen ihre Flipflops ein. Brad Pitt ist grad in Dubai, er sieht gut aus und weiht einen Skilift ein. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es dennoch meiner? Da steht mein alter Kassett. Rekorder. Ich schalt ihn ein, ich schalt ihn ein. Sometimes I feel so overfordert und ich weiß, ich bin da nicht allein. Der FC Bayern hatte Buddhas und die Buddhas sagten mir, gleich meinen Brockhaus raus und dann googeln wir im Papier. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es denn auch meiner? There stands my old Kassettenrekorder and I'll hula hula all the night. Sometimes I feel so overfordert und ich weiß, ich bin da nicht allein. Also ich würde mir wünschen, ich würde gerne am Anfang an ein Fest, an ein Haus gehen wollen, wo die Strukturen so funktionieren, dass alle miteinander kommunizieren, dass es ein Austausch, dass ein Austausch zwischen allen stattfindet, dass da nicht nur ein Mensch an oberster Spitze sitzt, der alles bestimmt, und dass ich als Schauspielerin nicht nur ausführen muss, sondern dass ich auch mitwirken kann, dass ich auch mich einbringen kann, dass ich auch Ideen bringen kann, zu Konzepten was mit beitragen kann. Ich glaube, das wäre mir am allerwichtigsten. Hierarchien stören halt, glaube ich, einfach bei so einem künstlerischen Prozess, weil es, ja, es hat auch immer das Gleiche. Kann ich nach meinen Werten handeln oder nicht? So, und wenn ich merke in der Produktion, ich tue das nur für jemand anderen und nicht für mich oder für das, was ich damit tun möchte, dann kannst du es vergessen, glaube ich. Ich glaube, dann hat keiner Spaß. Die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg. Ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weckt. Sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt und fahren an den Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt. Gestern war's so kalt, heute ist es heiß, Sonne macht geil, weil das so ist, scheint sie jetzt zum Beweis. Come on baby, wake up, take me to your heart, make a new start, for this is the very last chance. Komm, wach auf, ich zähl bis 10, das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Wow, wow, steh auf, jetzt oder nie, zu viel geschlafen und das Leben ist halb vorbei. Steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied, wir
Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will einen ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Oh Baby, lass uns gehen. Das Leben will einen ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das wird gut aussehen. Komm, wach auf! Wow, das war ja grandios! Und ich möchte gerne ernst genommen werden. Ich glaube, respektiert. Respekt in den Theatern fehlt vielleicht. Ich glaube, ich will nicht einfach nur nur Werkzeug, also Werkzeug sein, das sozusagen, ja, das einfach nur funktioniert. Und ich will an dem Prozess beteiligt sein. Ich will nicht einfach nur erfüllen. Wogegen ich mich auflehne, ist, wenn es Leute gibt, die sich sehr wichtig nehmen und sich über andere auf eine unangenehme Art hinwegsetzen. Dass euer schlechtes Brot uns nicht tut drucken, spülen wir es hinab mit eurem schlechten Wein. Dass wir uns ja nicht schon zu früh verschlucken, auch werden einst nicht schrecklich durstig sein. Wir lassen euch für eure schlechten Weine neidlos und edel euer Abendmahl. Wir haben Sünden, Sorgen haben wir keine, ihr aber habt dafür eure Moral. Wir stopfen uns den Wanst mit guten Sachen, das kostet euch Zehren viel und vielen Schweiß. Wir haben oft das Maul zu voll zum Lachen, ihr habt es oft zu voll vom Kyrieleis. Kyrieleison, Kyrieleison. Und hängen wir einst zwischen Himmel und Boden, wie Obst und Glocken, Storch und Jesus Christ, dann bitte faltet die gelehrten Pfoten zu einem Vater eurer, der nicht ist. Wir hauen zusammen, warum nicht eure Frauen, und ihr bezahlt uns heimlich eure Schmach. Sie werden mit Wonne zusammengehauen und laufen uns noch in die Kerker nach. Den jungen Weibern mit den hohen Busen sind wir viel leichter als dem Herrn Gemahl. Sie liebt den Kerl, der vom Bett weg blusen, die ihr Gemahl bezahlt beim Abschiedsstahl. Sie heben ihre Augen bis zum Himmel und ihre Röcke bis zum Hinterteil. Und ist er frech, so macht der dümmste Lümmel bloß mit dem Adamsapfel sie schon geil. Der Milch schmeckt schließlich nicht ganz übel, besonders wenn du selbst ihn für uns kaufst. Wir tauchen dir das Schöpflein in den Kübel, dass du in der entrampen Milch versaufst. Kommt in den Himmel, uns der Sprung nicht glücken, war eure Welt uns schließlich einerlei. Kannst du heraufschauen, Bruder, mit dem krummen Rücken? Wir sind frei, Bruder, wir sind frei. Wir sind frei, Schwester, wir sind frei. Wir sind frei, Schwester, wir sind frei. Da kommen dann so Wörter wie, du bist auf dem Markt, ja, Vorsprechen, 200 Menschen, Porträtfotos. Das sind alles Wörter, die ich eigentlich nicht mit meinem Job in Verbindung setzen will. Vor allem nicht mag. Ich will kein Produkt sein, das später dahin kommt. Aber dem kann man irgendwie so schwer ausgehen. Weil spielt halt nur einer Hamlet. Und das ist auch wieder das Ding. Es spielt ein Typ Hamlet. Letztlich und endlich, meine Herrschaften,
Lieber gar nichts tun. Lieber bewusste Passivität. Also, es liebe das Kellerloch. Sehen Sie einmal. Wenn da anstelle des Palastes ein Hühnerstall wäre und es zum Regnen käme, so würde vielleicht auch ich in den Hühnerstall kriechen, um nicht nass zu werden. Aber ich würde den Hühnerstall nicht für einen Palast halten, aus bloßer Dankbarkeit dafür, dass er mich vor dem Regen schützt. Sie lachen? Sie sagen, in diesem Fall wären sogar Palast und Hühnerstall ein und dasselbe? Gewiss, antworte ich. Wenn man bloß zum Zweck lebt, nicht nass zu werden. Kids, die auf der Straße die Woddies kippen, auf Coca-Linien geben Fick auf Politik, denn was habt ihr schon für uns getan? Hört, wir stehen hier alleine ohne Plan. Fickt euer Sklavensystem. Warum soll ich für 1-1 arbeiten gehen? Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wird jeden Tag von diesem Staat getreten. Ich sehe harte Szenen, manche, die Bares zählen, aber davon mal abgesehen, klappt es eh nie bei 8 von 10. Also nicht wundern, wenn sie einen Griff in deine Kasse nehmen. Besoffen auf Partys gehen ist für die Leute Therapie, nach einer Woche ackern gehen. Willkommen in der schönen neuen Welt. Schöne neue Welt. Das ist der Geschmack vom Leben. Uns bleibt nur noch schwarz zu sehen, nach Jahren in diesem menschenverachtenden Fucksystem. Sie lassen uns wie Ratten leben. Ja! Und verkaufen es als Garten Eden. Jeder kriegt sein Käfig und Futter. Flachbildschirm, der dir sagt, dass du's gut hast. Bunte Bilder, schnelle Zeit. Wer da nur noch eins zu klären sagt, bist du bereit für die schöne neue Welt? Willkommen in der schönen neuen Welt. Bist du bereit für die schöne? Zwischen RTL 2 News und Dschungelcamp wird schnell noch eine Tiefkühlpizza in den Mund gepresst. Geblendet von Medien, gemästet von Fastfood, Generation Absturz. Viele, die ich kenne, stecken in einer miesen Lage. Verbrenne Menge Visa an den abgefuckten Tagen. Drogensucht, Spielsucht, immer nur Minus. Immer in Bewegung, aber trotzdem ziellos. Spielst du eine Rolle, was morgen passiert, wenn die Hoffnung schon längst liegt begraben auf Friedhof? Ah! Fatale Geschichten hier in meiner Siedlung. Ja! Antisystem, Fick auf die Kripo. Was hab ich denn schon in der Schule gelernt, was ich heute noch brauche? Sie stecken uns in Laufräder, ja, ja, und lassen uns laufen. Jeder kriegt sein Käfig und Futter. Flachbildschirm, der dir sagt, dass du's gut hast. Bunte Bilder, schnelle Zeit. Wer da nur noch eins zu klären sagt, bist du bereit für die schöne neue Welt? Willkommen in der schönen neuen Welt. Bist du bereit für die schöne neue schöne neue Welt. Willkommen in der schönen neuen Welt. Bist du bereit für die schöne? Zwischen RTL 2 News und Dschungelcamp wird schnell noch eine Tiefkühlpizza in den Mund gepresst. Schöne neue Welt. Gehacktes kaufen, einen Schlüssel nachmachen lassen, eine Handbremse anziehen, eine Rolltreppe anfassen, eine Salamischeibe anschauen, einen Aschenbecher auskippen, eine Bierflasche öffnen, auf Bayern München tippen, braucht man dafür Emotionen? Nein, nicht für solche Sachen. Also gut, dann können die Emotionen jetzt mal Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Blattläuse beobachten. Luftmatratzen auspacken, Luftmatratzen aufpumpen, Petersilie klein hacken, für Freunde tapezieren, Red Bull mit Wodka trinken, im Wartezimmer bunte lesen,
einem Taxi winken, braucht man dafür Emotionen? Nein, nicht für solche Sachen. Also gut, dann können die Emotionen jetzt mal Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Das Licht im Keller ausknipsen, einen Edding wegschmeißen, sich im Umland umsehen, in eine Gurke beißen, Waffen exportieren, die Vorhaut zurückschieben, Videos beschriften, rückwärts einparken üben, braucht man dafür Emotionen? Nein, nicht für solche Sachen. Also gut, dann können die Emotionen jetzt mal Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Emotionen Pause machen. Ich glaube, Theater kann etwas mit mir verändern oder an mir verändern, wenn ich Theater mache, so definitiv, das merke ich halt selber. Ob Theater andere verändern kann, ist... Ich denke, mit Theater kann man schon Realitäten verändern. Man kann nicht ins Theater gehen oder man kann nicht in eine Kunstausstellung gehen und sagen, wow, ich habe mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt und jetzt... cool, ich bin frei davon. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach der irgendwo auch ein Versuch, irgendwas greifbar zu machen. Aber irgendwas greifbar zu machen, was die ganze Zeit, was sich in einem abspielt, was einen quält, irgendwie was rauszulassen, irgendwas Form zu geben. Also ich glaube nicht, dass Kunst beziehungsweise Theater die Welt verändern kann. Ich glaube, dass... Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Theater was bewirken kann, dass Theater was auslösen kann. Und das wiederum löst dann nochmal was aus und das löst nochmal was aus und das verändert dann vielleicht die Welt. Abseits von der Auto mitten durch ein Feld führt ein schmaler Weg dahin, die Äcker sind bestellt. Erntewagen haben ihre Spuren eingegraben und dazwischen leuchtet gelber Löwenzahn. Wie ein Teppich, um auf ihm ins Dorf zu fahren. Später wiederkomme, suche ich den Weg, doch ich finde ihn nicht mehr. Asphalt ist aufgeklebt. Eine lange graue Straße führt bis hin zum Ort, dass die Wagen schneller rollen fort und fort. Dorf sich
aus dem Feld. Brüder und Schwestern. Das unmögliche Theater ist möglich. Es ist nicht, wie es ist. Es ist, wie wir wollen, dass es wird. Das unmögliche Theater ist die ewige Forderung. Das unmögliche Theater ist das fortwährende Scheitern in eine bessere Zukunft hinein und vorwärts in die Vergangenheit. Es gibt keinen Grund, mir das zu glauben. Aber tut es trotzdem. Naja, es ist schwierig, ne? Weil Kunst ist ja auch irgendwo ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann. Und ich glaube, das Theater ist in vielerlei Hinsicht auch ziemlich unrelevant. Bessere Menschen werden, das glaube ich einfach nicht. Also dafür ist der Mensch einfach viel zu träge. Es geht nicht. Alles in allem glaube ich, das Theater hat Potenzial dazu, Dinge nicht zu verändern. Aber weil verändern, das müsste ja eine aktive Handlung sein. Das Theater greift ja nicht an. Also das geht ja nicht aktiv sozusagen hin und weiß nicht, verändert eine politische Struktur oder macht dazu muss man eben politisches oder sonstige Mittel nutzen, die man hat. Das Theater kann nur vielleicht Grundlage dazu sein. Kann vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Ich
kenne einen Sozialarbeiter, der spritzt dich Heroin. Ich kenne einen Rockstar, der spielt seit 20 Jahren clean. Ich kenne einen Lobbyisten, der vom Lügen Ausschlag kriegt. Ich kenne einen Priester, der na 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 na. Ich kenne einen Psychologen, der hat seine Kindheit nie verwunden. Doch all diese Leute haben immerhin schon einen Job gefunden. Nur ich weiß noch nicht, was ich mal werden will. Es gibt so viele interessante Sachen. Ich weiß nur, ich will auf jeden Fall was ohne Menschen machen. Nix mit Medien und nix mit Sprachen und nix mit Lateinamerika. Aber Hauptsache ohne Menschen. Na 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 na. Kennt keine Sau. Es gibt so viele Wege, unglücklich zu sein. Irgendwann ganz sicher, da findest du auch dein na 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 na. Ob das Sinn macht, das weiß ich nicht. Ich sage immer, aber ich weiß auch nicht, wie man es besser machen könnte. So, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Aber ich fände es schon toll, wenn wir einfach im Gespräch wären. Liegt dort hinter jenem Walde, nicht
Gemälde, nicht ein Blümlein unbekannt. Lasst uns schweifen ins Gelände, Ende Gelände über Täler, über Höhen, wo sich auch der Weg hinwende. Wir sind jung und das ist schön. 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 Wir sind. Singen wir mit? Eigentlich? Nee. Nee, ne? Nee.